Hallo und herzlich willkommen bei Stunt Art. Am 19. Mai soll die Kultur wieder durchstarten. Das verkündete die Regierung am Freitagnachmittag. Seit Dienstag ist aber auch klar, in Wien steht man den Aufsperrplänen der Bundesregierung skeptisch gegenüber. Zu hoch sind die Inzidenzzahlen, zu viele Patienten liegen noch auf den Intensivstationen. Was sagt die Kulturstaatssekretärin zu den Wiener Bedenken? Wir haben Andrea Mayer auf der Feststiege des Burgtheaters zum Interview getroffen und mit ihr auch über die darbende Konzert- und Clubszene gesprochen. Frau Mayer, am Freitag herrschte noch sehr viel Euphorie, als die Regierung die Öffnungsschritte verkündete. Gestern trat der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig vor die Kameras und hat gemeint, dass er generelle Öffnungen für schwierig halte. Mitte Mai wackeln die Öffnungsschritte am 19. Mai? Natürlich ist es so, dass die Bundesregierung einen Rahmen vorgibt und die Landeshauptleute in ihrem Bereich auch strengere Regeln verordnen können. Aber für die strengeren Regeln braucht man natürlich schon sehr, sehr gute Gründe. Und das kann jetzt sein, die Inzidenzzahl, die Intensivbetten. Und ich habe das gestern positiv gewertet, dass der Herr Bürgermeister zumindest jetzt einmal für den 3. Mai das Ende des Lockdowns verkündet hat. Und der Herr Bürgermeister ist ein sehr kulturaffiner Mensch. Er kennt genauso gut wie wir alle die Studien, die besagen, dass in einem Konzertsaal, in einem Theater die Aerosolbelastung nicht so hoch ist. Aber was sagen Sie jetzt nach den Aussagen auch vom Wiener Bürgermeister, zum Beispiel dem Direktor dieses Hauses, wir sitzen hier im Burgtheater, soll er sich darauf einstellen oder kann er sich darauf einstellen, rede von Martin Kusche natürlich, dass das Haus am 19. Mai aufsperren kann? Ich sage allen, es ist jetzt die richtige Zeit, es gibt diese Öffnungsschritte, also wir gehen ans Planen für den 19. Mai. Die Wiener Kulturstadträtin Veronika Kaub-Hasler scheint da nicht so sicher zu sein. Gestern hat sie im Ö1 gesagt, sie würde allen Kulturschaffenden raten, einen Plan B auch in petto zu haben. Also offensichtlich geht man in Wien nicht wirklich von einer Öffnung oder von keiner hundertprozentigen Öffnung zum jetzigen Zeitpunkt aus. Ja, ich bin nicht in der Wiener Politik tätig. Ich gehöre zum Bund und wir in der Bundesregierung haben jetzt einmal für 19.05. den ersten Öffnungsschritt möglich gemacht und ich bin mit den Wienern im guten Austausch und es sprechen alle guten Gründe dafür, auch die Kultur am 19.05., also auch die Veranstaltungen der Kultur am 19.05. auch möglich zu machen. Jetzt ist die Lage recht unübersichtlich von den Infektionszahlen her zum jetzigen Zeitpunkt. Gleichzeitig, die Öffnungen sind nur möglich bei einer Belegung von 50% der Häuser. Ich könnte mir vorstellen, manche sagen, na, unter diesen Bedingungen, auch angesichts der Unsicherheit der Lage, lasst uns weiter zubehalten. Wir sperren nicht auf. Wir wollen dann vielleicht mit voller Kraft im September durchstarten. Was sagen Sie solchen Institutionen? Ja, also es gibt eben am 19.05. den ersten Öffnungsschritt mit 50%. Aber es ist ja niemand gezwungen zu öffnen. Das hat ja auch keinen Sinn. Das muss ja jedes Haus auch für sich entscheiden. Ich habe aber noch von keinem einzigen Kulturbetrieb jetzt gehört, dass er nicht öffnen möchte oder von einem Künstler oder Künstlerin, dass er unter diesen Rahmenbedingungen nicht auftreten möchte. Die Kulturbetriebe haben ja eher die Sorge gehabt, dass das Publikum viel dünner besetzt ist. Also so wie in Vorarlberg jetzt in dem Pilotprojekt waren ja nur einmal 100 Personen im Publikum möglich. Also da war ja eigentlich die Angst groß, dass man vor 100 oder 200 Leuten auch in einem großen Haus spielen muss. Aber selbst da haben alle gesagt, wir spielen. Egal was immer ist, wir spielen, weil wir wollen es jetzt wieder wissen. Und wir wollen wieder ein Publikum reinlassen. Und also ich glaube, unter diesen Rahmenbedingungen mit 50% und 1500 Personen Maximum Indoor und 3000 Outdoor, dass das auf jeden Fall was ist, was alle Kulturbetriebe natürlich auch frohlocken lässt und sie gehen es jetzt wieder an.
Eine Belegung von 50% bedeutet natürlich auch veritable Umsatzeinbußen. Also die Löcher, die sich da auftun werden, werden relativ groß sein. Jetzt hat die SPÖ-Kultursprecherin Heini Schorzeck vorgeschlagen, einen Hilfstopf einzurichten, um diese Einbußen abzufedern, beziehungsweise auch einen Anreiz zu schaffen, damit ja auch alle aufsperren. Was halten Sie von dieser Idee? Wir haben ja schon voriges Jahr im quasi ersten Jahr der Pandemie alle Kunstförderungen auch ausbezahlt, ob jetzt ein Betrieb stattfinden konnte oder nicht, weil wir wollten die Häuser und alle Betriebe und Initiativen auf jeden Fall absichern. Und so ist es auch im Budget 2021. Ja. Wir haben ja eine deutliche Budgeterhöhung von 30 Millionen bekommen. Da können wir natürlich auch viel gestalten und da braucht niemand um seine Förderung fürchten. Zusätzlich hat die Bundesregierung ja schon klargestellt, dass alle Hilfstöpfe, sei es jetzt für die Gemeinnützigen, sei es jetzt für die kommerziellen Kulturanbieter, sei es jetzt für die freischaffenden Künstlerinnen oder Künstler, auch einmal bis Ende Juni so weiterlaufen. Und die Bundesregierung hat bisher gerade im Kulturbereich sehr viel Geld in die Hand genommen. Und wenn es sein muss, werden wir auch noch weiter über den Sommer hinaus unterstützen. Und wenn ich das noch sagen darf, das muss man schon einmal auch in aller Deutlichkeit aussprechen. Noch nie in der ganzen Geschichte hat der Bund so viel Budgetmittel für Kunst und Kultur zur Verfügung gestellt, wie jetzt in diesem Jahr, in dieser schwierigen Krise. Sowohl an regulärer Kunstförderung und Kulturförderung und Basisabgeltung, als auch zusätzliche Corona-Mittel. Das heißt, Ihre Message ist, es muss sich niemand um seine Absicherung fürchten. Schauen wir uns die Öffnungsszenarien nach dem 19. oder am 19. genauer an. Es wird eine Maskenpflicht sein und die Belegung wird auf 50% beschränkt sein. Es wird Eingangstests, Zutrittstests geben. Jetzt vor allem bei Letzterem gibt es so ein paar Fragezeichen. Sie wissen, dass letztes Jahr gab es da viel Unsicherheit von Seiten der Konzert- oder vor allem der Theaterhäuser. Wie soll das kontrolliert werden? Können Sie das überhaupt kontrollieren? Was macht Sie so sicher, dass das relativ problemlos vonstatten gehen wird? Ja, es war am Anfang der Debatte natürlich für Theater, Konzerthäuser und alle anderen Kulturbetriebe natürlich ungewohnt, dass man sich jetzt auch noch um die Kontrolle eines Tests kümmern muss. Aber es hat sich schon so oft, besonders in dieser Krise, gezeigt, wie flexibel die Kulturbranche ist. Und nach einigen Tagen der Diskussion war das eigentlich vom Tisch und mittlerweile ist es allen klar, dass sie eine Kontrolle der Tests zusätzlich eben zum personifizierten Ticket auch machen werden. Und von Seiten der Politik ist es natürlich wichtig, dass man ausreichend Testangebote hat, sehr niederschwellig, viel verschiedene Arten von Tests, aber da ist ja Österreich wirklich einzigartig und daher lässt sich das auch leicht umsetzen. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass das keine Hürde ist. Es ist ja jetzt schon so, dass diese Tests eigentlich so Einzug in unseren Alltag gefunden haben. Die meisten Kulturveranstalter, die meisten Kulturinstitutionen jubeln, aber es gibt doch auch einige, die nicht so viel Grund zur Freude haben. Ich spreche zum Beispiel von Konzertveranstaltern, also Popkonzertveranstaltern und Festivalveranstaltern. Da sind zwar 50 Leute im Stehplatzbereich erlaubt, nur welches Konzert macht Sinn mit 50 Stehplatzplätzen. Welches Szenario halten Sie denn in diesem Bereich für den Sommer für realistisch? Ja, es sagen halt alle Experten, dass die Aerosolbelastung natürlich im Stehplatz eine andere ist als bei einer Sitzplatzsituation. Deshalb wird die Verordnung auch jetzt im ersten Öffnungsschritt eben erst 50 Stehplätze vorsehen und das auch mit großem Abstand und also wie wir das jetzt ja auch schon vom Handel etc. kennen. Also das ist natürlich nicht leicht, aber wir haben einmal einen Fuß in der Tür, auch für eine Stehplatzsituation wieder. Es werden dann natürlich jetzt bis zu 3.000 im Freien
möglich sein. Also auch da ist es natürlich möglich, einmal ein Popkonzert im Sitzen abzuhalten. Warum soll das nicht gehen? Und das haben ja verschiedene Veranstalter auch schon gesagt, dass sie sich da bemühen werden, auch das möglich zu machen. Wir müssen uns halt alle umstellen. Und wenn wir was erleben wollen, dann müssen wir es halt jetzt in der angepassten Situation erleben. Aber es ist wichtig, dass wir alle mitsammen auch lernen, irgendwie mit dieser Pandemie zu leben, gleichzeitig sozusagen uns zu schützen, aber doch auch uns wieder den einen oder anderen wichtigen Lebensbereich zu erschließen. Und es hat ja die Bundesregierung angekündigt, dass ab Juli dann ein nächster Öffnungsschritt kommen soll und der macht hoffentlich eine höhere Publikumszahl möglich und dann ist es natürlich auch für Musikveranstaltungen wieder leichter. Aber große Festivals mit, weiß nicht, einer sechsstelligen Besucherzahl im Stehen, glaube ich, ist jetzt über den Sommer noch sehr schwer vorstellbar. Im Konzertbereich scheint man wenig Vertrauen auf den 1. Juli und die neuen Öffnungsschritte zu haben. Gerade gestern erst hat Barracuda Music, das ist der größte Konzertveranstalter von Österreich, große, wichtige Konzerte vom Sommer auf nächstes Jahr verschoben. Barracuda Music veranstaltet auch das Frequency Festival, das wohl beliebteste Festival in diesem Land. Das findet im August statt. Jetzt, ich habe am Sonntag mit dem Herrn Dattar, dem Veranstalter, telefoniert. Die Situation beim Nova Rock Festival, das veranstaltet auch er, war so, dass er sehr lange auf eine Ansage der Politik gewartet hat. Die kam dann nicht und dann musste er die Reißleine ziehen und hat das Festival abgesagt. Jetzt sagt er Mitte Mai, spätestens Ende Mai braucht er jetzt eine Ansage für das Frequency. Kann er darauf hoffen oder werden Sie diesmal auch wieder schweigen? Also wir haben sicher nicht geschwiegen und ich war auch mit dem Herrn Tatar und auch mein Team mehrmals in Kontakt. Aber letztendlich ist er der Veranstalter und nicht die Politik. Ja, wir machen die Rahmenbedingungen, aber die Entscheidungen treffen natürlich die Veranstalter. Ich wäre selber gern zumindest einen Tag aufs Nova Rock Festival gefahren. Ich hätte gern irgendwie Muse gehört und gesehen. Vielleicht klappt es nächstes Jahr. Und ich werde wirklich alles daran setzen, dass wir noch im Mai auch jetzt nicht nur für die großen Veranstalter, sondern für den ganzen Kultursommer, der in Österreich ja so wichtig ist und für den Österreich ja so bekannt ist, wie die Rahmenbedingungen für den Kultursommer sind. Und da gehören dann natürlich auch die großen Festivals. Hoffnung kam auch gestern auf, als eine Studie bekannt wurde, beziehungsweise ein Praxistest aus Barcelona bekannt wurde. Dort hat man Ende März ein Popkonzert mit 5000 Zuschauern veranstaltet, zwar mit Maske, aber alle getestet und stehend. Jetzt kam raus, gestern hat man gemeldet, es gab keine Ansteckungen oder es gab kaum Ansteckungen, weniger als im Schnitt in Spanien, in Barcelona angesteckt werden. Keimt da auch bei Ihnen Hoffnung auf oder anders gefragt, was machen Sie mit so einer Nachricht? Eigentlich könnte man doch jetzt auch größere Veranstaltungen zulassen. Ich bringe diese Nachricht in die Verhandlungen über die nächsten Öffnungsschritte sozusagen ein, deutlich. Jetzt ein zweites Sorgenkind neben der Konzert- und Festivalbranche ist die Clubkultur. Ja. Die hat es ja besonders hart getroffen, bekanntlich. Wird es mit der Einführung des grünen Passes, der ja angekündigt ist, auch hier Möglichkeiten geben, dass man wieder in Clubs gehen kann? Ja, also sobald es möglich ist, glaube ich, ist es wichtig, dass wir auch wieder Clubkultur ermöglichen. Gerade für junge Menschen ist das sehr wichtig, die vermissen das schon. Es ist jetzt im ersten Öffnungsschritt ist noch kein Clubleben und auch keine Nachgastronomie möglich. Schauen wir, was im zweiten geht. Aber ich bin auch mit der Clubkultur und den Clubveranstaltungen, also IG Clubkultur hat sie da jetzt gegründet, auch in Kontakt und ich hoffe, dass wir auch für Sie bald eine Perspektive geben können. Das heißt, man darf hoffen, dass man ab 1. Juli wieder in Clubs gehen kann? Ich möchte dazu jetzt kein Datum nennen. Ich möchte nur sagen, dass wir in Kontakt sind, dass mir die Probleme dieser Branche auch bewusst sind und dass sobald möglich ist, in dieser Pandemie, wird es auch die Clubkultur wieder geben. In Berlin, eine große Clubstadt,
verlegt man sehr vieles ins Freie. Open Air ist dort angesagt. Wie schaut das bei uns aus? Open Air Veranstaltungen müssen ja in Österreich von den Bundesländern genehmigt werden. Gerade in Wien wissen wir, dass die Genehmigung ein bürokratischer Spießrutenlauf ist. Wäre jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, da Erleichterungen zu schaffen und die Clubkultur wirklich für den Sommer in den freien Raum zu verlegen? Generell, glaube ich, ist es wichtig, dass im Sommer viel im Freien stattfindet, weil da ist halt das Infektionsrisiko anders. Außerdem ist es ja auch fürs Publikum fein, sozusagen Natur und Kultur gemeinsam zu erleben. Wir haben sogar da jetzt eine Ausschreibung gemacht, die heißt Frischluft, wo wir Kulturbetriebe einladen, also nicht eine Unterstützung bei uns abzuholen für den Aufbau einer Bühne oder für Möbel, die man dann im Außenbereich verwenden kann. Also wir unterstützen das sehr, dass Kultur jetzt im Freien auch möglich ist. Und die Wiener Regierung hat ja auch schon gezeigt, dass sie da ein Interesse daran hat, dass viel im Freien stattfindet. Es war ja der Wunsch auch schon Ende März mit den Schanigärten zu öffnen. Also ich glaube, dass man da auch viel Verständnis hat für die Kulturbetriebe und da auch rasch und unbürokratisch Veranstaltungen im Freien möglich machen wird. Meine Frage war allerdings, ob es nicht jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, auch diesen bürokratische überbordende Regelungen, die es da gibt, zu vereinfachen. Das ist eine Wiener Angelegenheit, aber wenn die Präventionskonzepte stimmen, also ich habe nicht den Eindruck, dass das wahnsinnig bürokratisch schwierig ist. In Wien hat man vergangenes Jahr einen Kultursommer veranstaltet, der doch beachtlich viele Leute angezogen hat. Wenn die Stadt selbst was veranstaltet, geht das offensichtlich auch leichter mit den Genehmigungen. Wäre das nicht auch ein Modell für ganz Österreich, also sprich einen österreichischen Kultursommer, den Sie zum Beispiel ausrufen könnten? Ja, ich sehe mich jetzt in erster Linie als Kulturpolitikerin und nicht als Kulturveranstalterin. Ich gestalte die Rahmenbedingungen sehr gerne, dass wir eben einen vielfältigen, bunten Kultursommer in ganz Österreich haben. Und da ist es wichtig, dass wir die Öffnungsschritte haben, dass die Rahmenbedingungen funktionieren, dass wir einen grünen Pass haben, dass wir eine gute Teststrategie haben und dass wir vor allen Dingen, wie soll man sagen, auch wieder Lebensfreude verströmen und das Publikum auch einzuladen, wieder an Kultur teilzunehmen. Schauen wir am Ende unseres Interviews auch noch auf die Zeit nach Corona oder wann immer das sein wird. Sie sind Teil des Comeback-Teams der Regierung, habe ich erfahren. Da geht es um die Organisation des wirtschaftlichen Comebacks von Österreich. Was schwebt Ihnen da für die Kultur vor? Beziehungsweise was könnte denn der Beitrag der Kultur in diesem Fall sein? Ja, wir haben schon jetzt mehrere Ausschreibungen laufen, die sozusagen unter dem Titel Neustart laufen, wo wir die Kunst- und Kulturbranche unterstützen, jetzt nicht nur im Sinne von Abdecken der Corona-Schäden, sondern von Motivation für den Aufbruch, für die jetzt vielleicht für den Übergang, ja, wo der Betrieb möglich ist, aber vielleicht eingeschränkt, und da einfach Motivation zu geben jetzt in diesem Korridor. Also man sieht schon, dass die Kunst- und Kulturbranche hungrig ist nach Neuem. Und ja, das sehe ich als positiv. Und ich glaube schon, dass wir sagen können, dass die Branche, wir sind noch nicht am Ende der Krise, aber wir haben schon so viel jetzt erlebt und dass wir jetzt keine großen Schäden haben und dass die Kulturbranche doch irgendwie durchgekommen ist. Und das werden wir weiter auch so machen. Und auch mit dem regulären Kunst- und Kulturbudget können wir viel Neues gestalten, Stipendienerhöhungen, internationale Schwerpunkte setzen, Fair Pay. Ja. Und natürlich werden wir auch Projekte umsetzen im Rahmen des europäischen Wiederaufbauprogramms. Sie sagen, die Schäden an der Kultur sind nicht so wahnsinnig groß in diesem Land. Wird die Kulturszene nach Corona oder gehen Sie davon aus, dass die Kulturszene nach Corona ähnlich ausschauen wird wie vor Corona? Oder werden wir doch größere Veränderungen bemerken? Ich glaube, wir werden Veränderungen bemerken,
weil die Künstlerinnen und Künstler sind natürlich kreative Wesen, sensible Wesen und sie werden das alles, diese Einschnitte, die wir erlebt haben, natürlich künstlerisch verarbeiten und auch alle die Kulturveranstaltungen planen und durchführen. Die haben das ja in ihrer Person jetzt auch drinnen, diese ganzen Erlebnisse. Und ich bin mir sicher, dass das was ausmachen wird und dass wir einen anderen Kulturbetrieb haben. Aber vielleicht ist das auch positiv. Ja? Also es gibt vielleicht Anregungen, die auch gut sind. Also ich glaube nicht, dass man einfach sagt, ja, das war's jetzt und jetzt tun wir wieder weiter, wo wir im Jänner 2020 waren. Das, glaube ich, wird es nicht sein. Ich glaube, es wird vielleicht, wie soll man sagen, konzentrierter sein. Ich glaube, wir werden sehr auf Qualität achten und ich glaube, also ich bin positiv gestimmt. Sie sehen die Veränderungen eher auf inhaltlicher Seite. Wir sind gespannt, was wir auch in diesem Haus dann nach dem 19. zu sehen bekommen. Danke, Frau Staatssekretärin, für das Gespräch und danke Ihnen für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Ich danke Ihnen.